Andalor, Andaro. Hui. Ja, das ist echt ein interessanter Tempel, muss ich sagen. Ah, darf ich da runter? Danke. Schrein des Tribunals. Dann schauen wir doch mal an, wo es da noch eine Treppe runter geht. My prices are reasonable. Hast du mir das nicht schon erzählt? Das sind lauter Begräbnisstätten. Alles sehr seltsam. Zumal ich jetzt eh glaube, dass ich mich verlaufen habe. Ah nee, da. Ja, da sind wir wieder. Wo ist hier? Okay. Boah, ich bin total kirre. Ich bin total orientierungslos gerade. Aber wir gehen zurück nach Aldrun und ich habe diesen komischen Typi immer noch nicht gefunden. Keine Ahnung, wo der sich rumtreibt. Schauen wir doch mal nach. Ich soll Hasur Dings, ein Aschenländer, der die Ödlande verlassen hat, um ein erfolgreicher Händler in Aldrun zu werden. Er hat mir 100 Gold gegeben und mir gesagt, ich soll herausfinden, was sein Subani mag. Und ihm dann ein Geschenk besorgen. Genau. Und dann soll er mir alles über die Aschländer und den Nerevarin-Kult erzählen. Und dann soll ich mit der Information natürlich zurück zu Chaos Casades, bla 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 bla. Ich bin schon bei 80 Seiten von diesem Buch. Gut. Nette Idee, aber ich finde den Typ ja nicht. Ich glaube, ich gehe da nochmal oben rein. Da hinten in diesem Manor oder was es ist. Und dann schmeiße ich mal meine Navigation an. Vielleicht hilft es ja was. Vielleicht hilft das ja was. Zack. Nein. Nein. Redoran-Rad. Nein. Und Morak-Tong. Ich könnte natürlich jetzt einfach mal in diesen Rad reingehen. Can we hurry this? Ja, du warst im Weg. Steht mir im Weg und sag, ob wir nicht ein bisschen schneller vorankommen, ey. So ein Depp. Now, where did I put that? Dazu sage ich jetzt mal gar nichts. Tralalala. Ja. Gut. Wo geht's denn dahin? In die Ratshalle. Da unten Händler? Sag mal, die Treppen sind so steil. Wer baut denn solche Treppen? Nein. Boah, die Leute zu finden, das ist echt anstrengend, ganz ehrlich. Das ist wirklich richtig anstrengend. Ich bin bei 25 Minuten und ich habe immer noch nichts gemacht. Also 25 Minuten, ne? Plus die N-Minuten, die wir vorher schon haben, vor dieser komischen Zeit. Bevor ich beschlossen habe, ich weiß ja gar nicht, was ich tue, also mache ich mal nix. Das Schöne daran ist, das dürften dann auch wieder um die 3 Folgen sein. Das finde ich nicht schlecht. Dann habe ich jetzt nämlich endlich ein paar.
Ja, Moment, momentan sind es nur zwei. Ich habe ungefähr 12 Folgen, habe ich, 12 Folgen, 12 Minuten habe ich so den Eindruck. In der anderen hatte ich 12 Minuten. 15, 10, naja. Auf jeden Fall bin ich hier falsch. Und ich habe keine Ahnung, wo dieser komische Typ ist, den ich da suchen soll. Und ich habe auch keine Ahnung, wo ich eigentlich herkomme und wo ich hin will. Ach, ist das alles Kacke hier, ey. Oh. So. Auf jeden Fall. 12 plus 26 gibt 38 und das ist ja gar nichts im Prinzip. Dann habe ich genau das gleiche Problem wie vorher, dass ich nämlich wieder Material habe und keine Ahnung, was ich damit machen soll und dann keine vernünftigen Folgen krieg und dann ist auch wieder alles Kacke. Oder waren es 4 Minuten? Ach, ich weiß es nicht. Ist ja auch unerheblich. Ich glaube, an dieser Stelle machen wir wieder eine kleine Pause und überlege mir, was ich dann sinnvollerweise mache. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Es tut mir leid, dass es gerade so eine Katastrophe ist. Ich brauche wirklich mal wieder eine ruhige Minute, wo ich dann wirklich Folgen aufnehmen kann. Bis dahin bedanke ich mich jetzt erstmal. Es tut mir leid, es ist gerade ein bisschen arg chaotisch. Do I know you? Hey, ich stehe hier einfach nur rum. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will nur rumstehen und mit den Leuten reden, ja? Ist es in Ordnung? Ist es nicht zu viel verlangt? Darf ich mit den Leuten reden? Ja? Geh weg. Ey, rück mir nicht auf die Pelle. Ich laufe hier auch nicht einfach in dich rein, oder? Ist okay, wenn ich mich hier ins Eck stelle? Danke. Mann. So, ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und es tut mir leid, dass es gerade so chaotisch ist. Wie gesagt, auch eine ruhige Minute, damit ich endlich mal wieder vernünftig Folgen aufnehmen kann und mich vor allem mal konzentrieren, was ich denn hier eigentlich mache, weil momentan ist irgendwie der Faden weg. Na gut, jedenfalls tut mir leid, dass es momentan so eine Qual ist. Wir werden mal schauen, was wir damit machen und anfangen und tralala und. Ich dachte schon, der kommt schon wieder auf mich zu. Na gut. In diesem Sinne, Dankeschön und auf Wiedersehen. So, da sind wir wieder. Ach ja, da war die komische Wache, die mich da und an. Also, ihr habt schon mitbekommen, ich war jetzt hier längere Zeit offline und ich habe überhaupt keine Ahnung. Null Ahnung, was ich hier überhaupt tue. Und zwar sowas von überhaupt nicht. Wo bin ich denn überhaupt? Aldruin. Im Übungsraum. Was zum Geier mache ich in Aldruin? Gildenerfahrung sammeln. Larius Varro, Carmona Tong töten. Tong Toad. Fargot. Mord in Vivec. Seebestattung. Schlüssel von Puzzlebox. Kopfgeld für Pemenik. 360 Drake eintreiben von jener Sarandus. Das könnte ich probieren. Trank für Nord, verzauberter Barbar. Und Diebesgilde Schlüssel für Nerano Herrenhaus finden. Und natürlich Kämpfergilde Codebuch von der Diebesgilde besorgen. So, und ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich tue. Ich weiß, dass ich die letzte Aufnahmesitzung hier aufgehört habe und die Wache hier da unten hochgekommen ist und uns genervt hat. Das weiß ich noch. Aber mehr weiß ich jetzt eigentlich auch überhaupt nicht. Das heißt, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hier eigentlich treibe, wo ich herkomme, wo ich hingehe. Das ist in einer Tour planlos. Ich könnte eigentlich mal jemanden fragen. Vielleicht, wie hieß der? 360 von Jena Sarandus. Can we hurry this up? Okay. Der kennt auch niemanden, der Jena Sarandus heißt. Imperielles Gesetz. Auf Do I Wiedersehen. know you? Sag mal, wie oft geht der noch auf 59? Meine Fresse, okay. Also, wir versuchen jetzt hier,
keine Ahnung, was wir hier versuchen. Wir versuchen halt einfach mal. Why are you here? Weil ich kann. You got my ear, let's hear it. So. Ich bin der Minda Drillmaster und Rekruter. Wenn du dem Haus Redoran beitreten willst, dann bin ich an der richtigen Stelle. Erzähl mir was über deinen Hintergrund. Alles eine Frage über Pflichten. Okay. Anforderungen, Stärke und Ausdauer. Bla bla bla. Regeln. Okay. Okay, okay und okay. Sagen wir mal auf Wiedersehen. Ach, hier sind wir. Da, 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 da. So. Dann kann ich doch mal hier rüber gehen. My prices are reasonable. Ja, ja, ja. Interessiert mich alles nicht. Deine Preise sind mir ehrlich gesagt sowas von... Bam. Egal. So. Wir sind in diesem komischen Baum, glaube ich. Und wir sind auf der Suche nach... Jenas... Sarandus. Sarandus? Sarandus. Jenas... Sarandus. Wie oft will ich eigentlich noch... Ich lispel ja eh, insofern ist es... What do you want? Nilus Talz. Why are you here? Balur. Why are you here? Weil ich gerne mit dir rede. Auf Wiedersehen. Oh, ein Buch. Die Wolfkönigin. Oh. Meine Sprachgewandtheit ist besser geworden. Meine Redegewandtheit, so heißt das. So. So heißt das auf Deutsch. So, komme ich eigentlich von da unten? Ich glaube es eigentlich. So irgendwie zumindest. You may speak. What is it, Outlander? Redoran Guard. Can we hurry this up? Ja, Schnauze. Mazera. Ja, Fresse. So, ich habe mich wieder total verlaufen. Auf jeden Fall war ich hier oben schon mal. Da drüben war ich, glaube noch nicht. Die, what is it, Outlander? Die. So. Also ich glaube, diesen Jenas... Why are you here? Ja, nerv mich doch nicht. Der Pfad der Pilger. Zu Oblivion. Okay, egal. Hau mal ab. What is it, Alan? Schnauze, ich will hier doch bloß vorbeilaufen. Ey, Alter. So. Genau. Müsste ich hier richtig sein? Wir hauen ab. Why are you here? Weil ich jemanden suche. Natürlich. Genau. Im Herrenhausdistrikt. So, dann kann ich doch hier mal gucken, ob hier irgendwo dieser Sareti Manor, Ramoran Männer, der Alchemist,